Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe diese Woche Gutscheine, Pfandbriefe, Schuldverschreibungen per Post bekommen als Geschenk. Nochmal vielen Dank dafür. Ich nenne jetzt hier einfach mal keinen Namen, da ich da auch nicht gefragt habe, ob ich das darf. Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass es so reibungslos funktioniert hat. Und hier sind die guten Stücke auch schon. Haben wir als erstes einen Gutschein über 85 Reichsmark des Kreditvereins Sachsen. Dann als zweites ein Goldpfandbrief 100 Goldmark. Zinsen werden gezahlt Januar, Juli. Oder wurden gezahlt, besser gesagt. Es wäre schön, wenn es noch so wäre. Dann wären die vielleicht sogar noch ein bisschen mit sehr viel Gewinn. Würden die noch mit sehr viel Gewinn verzinst werden, mit 4%. Ich meine, wenn man auf dem Sparbuch nichts mehr bekommt, dann sind 4% doch ganz schön. Genau, 500 Reichsmark der Frankfurter Hypothekenbank. Reichsmark der Landständischen Bank in der Nähe von Bautzen. Oder rings und um Bautzen. 4,5% ein Pfandbrief der Deutschen Hypothekenbank Weimar. Immerhin auch 100 Reichsmark. Damals 1940 ausgegeben. Hier ein Pfandbrief aus Berlin. 4%, 1000 Reichsmark. Dann 4% aus der Schlesischen Landeskreditanstalt, auch 4%iger Pfandbrief mit 1000 Reichsmark. Dann haben wir hier 7%, also doch schon ganz schön, ein ostpreußischer landschaftlicher Goldpfandbrief, 1000 Goldmark. Dann drehen wir das Ganze jetzt mal. Da haben wir einen Goldpfandbrief über sage und schreibe 8%, 1926 ausgegeben. Auch ein schönes Stück. Dann bleiben wir, wie ich sehe, gleich in dieser Perspektive. Ein Goldpfandbrief. Auch mit 8% aus den 20er Jahren aus der schönen Provinz Sachsen. Und natürlich, wie man auf den Stämmeln hier sieht, wurde auch alles sach- und fachgerecht versteuert. Also quasi hier dieser rote Stempel Wertpapiersteuer ist versteuert worden. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Hier noch ein 8%iger Goldpfandbrief über 500 Goldmark der Deutschen Hypothekenbank in schönen Meiningen in Thüringen. Eine 4% Schuldverschreibung, ein Agrarkreditbrief von 1940 der Deutschen Rentenbank Kreditanstalt. Ja, auch mit einem Symbol, was auch auf Münzen damals geprägt wurde, auf den Münzen aus Ende oder aus den 20er und 30er Jahren, auf den Rentenpfennigen und auf den späteren Pfennigen bis 1936.
Hier ein preußischer. Moment, lese ich das gerade richtig? Nein, ich glaube nicht. Sagen wir einfach einen Pfandbrief an der Landespfandbriefanstalt, bevor ich mich jetzt hier zum Obstmacher, ich glaube, Preußen ist es nicht ganz. 1000 Reichsmark, das gute Stück von 1941. Ein 4,5%iger Pfandbrief der Rheinischen Hypothekenbank über 100 Reichsmark nicht vor dem 1. Oktober 1945 zurückzahlbar. Ja, weiß nicht, ob das überhaupt damals noch der Fall gewesen ist. Damals noch schön Zinsen gezahlt, April, Oktober. Kann man machen. Kurz vor Ostern nochmal ein paar Zinsen. Ich meine, kann ja nicht schaden. Und das Ganze auch aus den 40er Jahren, besser gesagt von 1940. Ein preußischer Landesrentenbrief über 20 Goldmark. Dann hier eine Schuldverschreibung der Westdeutschen Bodenkreditanstalt über beachtliche 1000 Reichsmark mit 4% Zins. Dann ein Auslosungsschein über 12 Reichsmark und 50 Pfennig. Und weiter geht es mit einem Auslosungsschein über 12 Reichsmark und 50 Pfennig. Von dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Und auf der Rückseite dazu drehen wir das Ganze einmal rum. Eine deutsche kommunale Sammelablösungsanleihe. Also eine Schuldverschreibung auch über 12 Reichsmark und 50 Pfennig von 1926 vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Was eine Ablösungsanleihe ist, genau so viel kann ich dazu gar nicht sagen, muss ich zugeben, aber ich werde mal schauen, ob ich dazu noch was finde. Und das Ganze zum Moment hier zum Aufklappen und auf der rechten Seite hier auch nochmal die Bedingungen dazu, auf die ich jetzt aber mal nicht näher eingehen möchte. Hier eine mitteldeutsche Landesbankanleihe von 1941. Das gute Stück ist reichsmündelsicher, also auch keine schlechte Anlageform mit 4% von 1941. Hier ein Pfandbrief der preußischen Zentralstaatschaft, über 1000 Reichsmark, auch 4% verzinst, Zinszahlungstermin im Januar und Juli. Und zu guter Letzt eine 4% Kommunalanleihe aus Deutschland natürlich, über 1000 Reichsmark von 1941 von der Deutschen Girozentrale und oder der Deutschen Kommunalbank. Genau, so viel zu meinen neuen Wertpapieren. Ich habe ja schon einige dazu, hatte ich auch schon mal ein oder zwei Videos auf meinem Kanal. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.